dann können wir los. Hallo. Hallo Lea, schön, dass du da bist. Hallo. Lea, ich gehe dann mal. Ich hole dich dann um 2:30 ab. Okay, tschüss Mama. Tschüss mein Schatz. So Lea, du kannst hier deine Sachen abstellen und dann machen wir den Morgenkreis. Kinder, kommt alle her, wir machen den Morgenkreis. Gut, wisst ihr, heute bekommen wir eine neue. Sie heißt Lola. Ich hoffe, ihr nehmt sie mit freundlichen Gesichtern an. Machen wir! Ja! Ja! Das ist schön. Da ist sie ja auch schon. Hallo, ich bin die Lola. Wo soll ich meine schöne Tasche aufstellen? Du kannst es hier machen. Dort. Siehst du? Ja. Komm in den Morgenkreis. Okay. Ich will neben keinem Jungen stehen. Na gut, dann stell dich eben neben Lena und Lea. Viel besser. Die sind ja kindisch. Hey, sind wir gar nicht. Ihr seid so kleine Babys. Schluss jetzt. So, wir singen jetzt unser berühmtes Morgenlied und Lola, du hörst einfach zu, weil du kennst das ja noch nicht. Ich will es nicht kennen, ist sowieso voll kindisch. Lola, das ist wirklich nicht nett. Was denn? So, fangen wir mit dem Lied an. Guten Morgen. Wie langweilig. Lola Stein, du kommst sofort her. Okay. Mach sowas nie wieder, verstanden? Okay. Wer möchte uns denn einen lustigen Witz erzählen? Ich. Okay, fang mal an. Was ist orange und läuft auf dem Berg? Wissen wir nicht. Was ist es? Eine Mandarine. Der war ja gar nicht gut. Du kannst gar keine Witze erzählen. Was? Natürlich kann ich das. Du sagst ja, dass Lea keine Witze erzählen kann. Dann erzähl du uns doch mal an. Mal sehen, ob du das besser kannst. Ich muss noch mein Bild fertig malen. Genau, ich gehe dann mal mein Bild fertig malen. Siehst du, sie kann es nicht. Aber du kannst es ja gut. Danke. So, und somit ist der Morgenkreis beendet und ihr dürftet alle spielen gehen. Ja! Lena, was wollen wir spielen? Wie wär's, wenn wir mit dem Roboter spielen? Gute Idee. Oh, Robo, ich glaube, du musst jetzt in der Bettchen gehen. Gute Nacht, lieber Robo. Robo, du darfst mit deiner Feuerwehr spielen. Gefällt dir das? Was spielt ihr denn da für ein Quatsch? Das ist doch kein Quatsch. Jetzt hör endlich auf, so gemein zu sein. Ich bin doch gar nicht gemein. Ich bin die Klugste. Lola, wenn du ein bisschen netterer bist, dann könnten wir auch gerne deine Freundin sein. Aber du bist gerade noch sehr gemein. Ich bin schon nett genug. Ha.
Naja, sie wird sich wohl nie ändern. Spielen wir jetzt was anderes? Ja, okay. Kinder, kommt alle her. Wir gehen jetzt nach draußen. Super, dann können wir los. Oh, was machen die Schweine denn im Schlamm? Müssen sie sich schön sauber machen? Jetzt reicht's! Ja, du ärgerst uns schon die ganze Zeit. Das geht so nicht. Wir werden nie wieder deine Freunde sein. Denkt ihr, ich will mit zwei Schweinen befreundet sein? Das ist echt gemein von dir. Hau ab! Ja! Okay, mach ich gerne. Tschüss, ihr Schweinchen. Komm, wir gehen jetzt rutschen. Okay. Kommst du, Lea? Ja. Wir rutschen zu zweit. Ha. Ah! Aua, mein Bein! Ich komme, Lea! Oh Gott, Lea! Komm mal her! Also, Lea, erzähl mir mal, was ist passiert? Also, Lola, also erstmal wollten ich und Lena zusammen rutschen. Hast du ja auch gesehen. Und dann ist Lola gekommen und hat mich darunter geschubst, also aus der Rutsche. Ich werde jetzt mit Lola schimpfen. Ja. Lola, du kommst sofort her, aber sofort. Ja, okay, bleib locker. Rede nicht so mit mir. Lola, geht's noch? Wie kannst du Lea vom Gerüst runterwerfen? Tut mir leid, Lola, aber in unserem Kindergarten machen wir so etwas nicht. Deswegen muss ich jetzt deine Eltern anrufen. Sie werden dich abholen und du kommst hier nie wieder her. Was? Das kannst du nicht machen. Ich war schon in so vielen Kindergärten und sie haben mich alle rausgeworfen. So schlimm warst du? Oh mein Gott. Oh Mann. Nicht frech werden und jetzt entschuldige dich. Sofort. Na gut. Lea, Entschuldigung, dass ich dich vom Gerüst runtergeworfen habe. Macht nichts, aber machst du was nie wieder. Denn das war echt doof von dir. Ich mag dich nicht. Und jetzt tut mein Bein ganz dolle weh. Tse, ich mag dich auch nicht. Hallo. Oh mein Gott, Lea, was ist denn mit dir passiert? Komm mal her. Du erzählst mir alles zu Hause, ja? Okay. Hallo. Tschüss, meine Süße. Tschüss, Frau Sommer. Danke für alles. Tschüss. Tschüss. Tschüss, Lea, bis morgen. Tschüss. So, ihr anderen dürft alle weiterspielen und ich rufe Lolas Eltern an. Und Lola, du kommst mit mir mit. Okay. So, setz dich. Hallo, Frau Sommer hier. Ich wollte Ihnen nur sagen, dass die Lola Kinder ärgert. So, ich warte jetzt mit dir auf deine Eltern. Hallo, wir sind da. Wir sind so schnell gekommen wie möglich. Hallo. Hallo. Lola, mein Schatz, was machst du denn wieder für Sachen? Gar nicht. Lola, was Frau Sommer mir am Telefon erzählt hat, war nicht gut. Entschuldigung.
Entschuldigung. Wir gehen jetzt. Okay, dann tschüss. Hallo, Charlotte. Nein, ich bin nicht Charlotte, ich bin die Lena. Darf ich bitte die Lea sprechen? Okay, ich gebe sie dir. Lea, Lena ist am Apparat. Okay. Am Ende gibst du es mir wieder, ja? Okay. Hallo, Lena. Also, ich wollte fragen, ob es deinem Bein besser geht und dir noch etwas sagen. Mein Bein geht eigentlich gut, nur hat mein Bein einen blauen Fleck bekommen. Aber es heilt zum Glück wieder. Das ist toll. Weißt du, ich bin so glücklich, dass Lola jetzt weg ist. Ich auch. Okay, dann tschüss. Tschüss, Lea.